Willkommen bei den Infinite Storyscapes, dem Podcast, in dem Frauen, die die Region Kärnten, Steiermark, Slowenien mitgestalten, zu Wort kommen. Zu Gast in dieser Episode der Infinite Storyscapes ist Frau Marta Alomar. Frau Alomar hat Marinewissenschaften studiert und ist jetzt in der Halbleiterproduktion, also im Bereich der Herstellung von Mikrochips, tätig. Die Liebe hat die Spanierin nach Kärnten geführt, wo das Leben und der Alltag sich maßgeblich anders gestalten, als sie es gewohnt war. Was davon sind von der Geografie bestimmte Unterschiede? Wie hat sich ihr Berufsleben durch ihr Muttersein verändert? Was begeistert Frau Alomar in der Region und womit hat die Technikerin nicht gerechnet? Hören Sie nun Renate Rogi-Kohlenbratt im Gespräch mit Frau Marta Alomar. Es freut mich, heute im Rahmen unseres Projektes Infinite Storyscapes Frau Marta Alomar begrüßen zu dürfen. Frau Alomar wurde in Barcelona geboren und lebt heute mit ihrer Familie im Gailtal. Frau Alomar, darf ich Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen? Selbstverständlich. Danke, Frau Rogi. Es ist eine Ehre, hier zu sein mit Ihnen. Wie Sie gesagt haben, ich bin in Barcelona geboren und nicht weit weg aufgewachsen. Und dann habe ich auf den Kanarischen Inseln studiert und hier und her gearbeitet, studiert, bis ich am Ende hier in Gailtal angekommen bin. Ich habe Marinewissenschaften studiert und bin ich jetzt in der Halbleiterindustrie tätig. Wenn man in Barcelona aufgewachsen ist, wie kommt man zum Studieren nach Gran Canaria? Das kennt man ja als Urlaubsdestination und das überrascht mich jetzt ein wenig. Ja, Marinewissenschaften kann man nicht überall studieren. Es gibt drei Plätze in Spanien, wo man das studieren kann. Und dann habe ich gedacht, ich gehe so weit weg wie möglich. Und Gran Canaria hat gut geklungen, deswegen bin ich dorthin gefahren. Also das klingt so nach Meer, nach Biologie. Wie war da die Ausbildung? Am Anfang wollte ich Marinbiologie studieren. Das geht nicht. Und habe ich gehört, Marinewissenschaften klingt ähnlich. Dann bin ich hingekommen, ohne wirklich zu wissen, was es war. Und dann war ich positiv überrascht, weil da gibt es ein bisschen Biologie, aber auch viel Chemie, viel Physik, Mathematik und auch Biologie. Und dann ist es so ein Studium, wo man alles sich anschaut, aber immer Richtung Meer, Ozean. Ich wollte eher Biologie studieren, aber hat mir dann mehr die Physik interessiert. War das schon so irgendwie in Ihrer Kindheit? Haben Sie da schon irgendwie sich besonders für die Natur interessiert oder für irgendwelche Phänomene oder? So, ja, die Natur hat in mir immer interessiert. In meiner Familie sind sie auch eher technisch unterwegs. Mein Vater hat ein Segelboot. Das heißt, wir waren oft am Meer, am Strand, aber auch mit meinem Onkel auf den Bergen. Das Interesse war immer da. Und Sie haben dann Physik dissertiert in Barcelona. Ich glaube, ein Modell von Wellenmodelle haben Sie wahrscheinlich berechnet. Genau, so mir hat in der Schule eigentlich, haben wir mit Algorithmen gearbeitet und Ampeln, wann sie sich einschalten und ausschalten, grün, rot. Ich habe immer das sehr interessant gefunden. Und dann habe ich immer ein bisschen versucht, diese Physik und Modellierungen zu verknüpfen. Ich wollte nicht unbedingt zurück nach Barcelona, aber da haben sie eine Doktorarbeit. Es gab eine Stelle, die genau Modellierung war und Wellen. Und mir die Wellen gefallen mir auch sehr gut. Ich tue gern surfen. Und dann habe ich gedacht, okay, Barcelona ist nicht was, wohin ich gehen möchte, aber die Stelle klingt interessant, das werden wir probieren. Gut, jetzt ist der Weg, jetzt wissen wir, wie Sie dann wieder in Barcelona gelandet sind und der Weg nach Kärnten. Aber ich habe meinen Partner in Barcelona kennengelernt, der kommt aus Kärnten, aus dem Gailtal. Er hat dort Erasmus gemacht und er hat dann dort gearbeitet, aber irgendwann hat er gesagt, ich vermisse die Berge und hat eine Stelle hier gefunden. Und dann, als ich fertig mit meiner Doktorarbeit war, dann habe ich gedacht, zum Beispiel nach Australien gehen oder irgendwo anders, wo sie das machen. Aber ich könnte auch probieren, was sie in Kärnten haben. Und dann gab es eine Stelle, ich habe mich beworben und ohne es wirklich zu merken, war ich hier. Habe ich angefangen zum Arbeiten und die Zeit ist vergangen.
Wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag ausschaut, was machen Sie und wie kann man sich das vorstellen? Ja, so jetzt bin ich, von Wellen zum Halbleiter gekommen. Halbleiter ist auch, die Produktion ist auch sehr viel Chemie, Physik. So es war nicht so anders, als ich gedacht habe. Wir machen Microchips, das heißt nicht die, die wir essen, sondern die, die wir im Auto und Handys haben. Und jetzt bin ich bei der Technologie- und Produktentwicklung. Das heißt, wir entwickeln neue Produkte. Und ich bin als Projektleiterin tätig. Das heißt, meistens, was ich mache im Alltag, sind Meetings. Ich treffe mich mit Leuten und schauen wir, was entweder Ergebnisse, was wir tun müssen, was die nächsten Schritte sind. Und die Teams sind ziemlich unterschiedlich. So, wir haben Leute hier in Villach, aber auch in München und in Malaysien. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Kärnten, wo es ja kein Meer gibt, aber die Berge gibt. Was ist Ihnen da aufgefallen? Was war anders, als was Sie bisher erlebt haben? Und womit hätten Sie nicht gerechnet? Ja, es war viel anders. Es war das erste Mal, es war das erste Mal, dass ich in Österreich war. Und ich war überrascht, wie schön es hier ist. Es gab kein Meer, aber es gibt viele Seen, das war schön zu sehen. Und das Erste vielleicht, das mich beeindruckt hat, war das Wetter. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob es mir gefallen wird. Ich war 6 Monate in Belgien und da hat es mir nicht so gut gefallen. Die Leute waren sehr nett, aber das Wetter war eine Katastrophe. Und ich habe gedacht, schauen wir mal, ob es gut geht. Und den ersten Winter war nicht so schlecht, war eigentlich sehr sonnig, so es war kalt, ja, aber die Sonne war oft da und das hat mir positiv überrascht. Ja, und dann im Sommer, es ist super, das Wetter ist nicht so heiß in Barcelona und die Farben hier sind sehr schön, grün, blau, sehr schön. Aber es war nicht alles gut, es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob es, ich bin von einer großen Stadt zum Land gekommen. So, es ist nicht wirklich vielleicht Unterschied Spanien, Österreich oder Barcelona, Kärnten. Es ist auch vielleicht wegen dem Wetter. Die Leute sind nicht, oder es gibt nicht so viel Leben auf der Straße so in Barcelona. Das fällt mir ein bisschen. Es gibt andere Sachen, so wie die Tradition. Ich habe gedacht, in Spanien sind wir eher traditioneller als in Europa oder in Nordeuropa. Und das war hier nicht so. So, hier gibt es die Tradition, ist sehr stark, was mir eigentlich gefällt, aber es gibt einige Sachen, die nicht so gut sind, so wie man manchmal mit den Frauen umgeht. Das war auch eine Überraschung für mich. Sie haben an verschiedenen Orten bisher gelebt und auch die Rolle der Frauen eben gesehen, wie sie woanders gelebt wird. Was hat Sie eigentlich geprägt und woher nehmen Sie Ihr Bild von den Frauen? Ja, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo wir drei Schwestern waren. Und wir sind aufgewachsen, wir können alles machen. Wir sind nicht unterschiedlich als Buben. Wir waren drei Schwestern, aber ich habe von 27 Cousinen 8 Frauen sind wir. Das heißt, ich war immer mit meinen Cousins unterwegs. Und ich habe keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied gesehen. Es gab einige Interesse vielleicht, die anders waren, aber es war immer. Mein Papa hat mir immer gesagt, ja, du kannst alles machen, was du willst. Und das war immer so. In Barcelona, auf den Kanarischen Inseln, auch als ich diese Auslandssemester war. Hier ist es ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob es, weil Frauen anders sind oder weil ich auch älter werde. Und dann, als ich junge Studentin, dann gibt es wenig Unterschiede, wenn man aufwächst und dann Mutter wird oder in diesem Alter ist, wo man Mutter werden kann, dann ändern sich die Sachen. Ich denke, sie werden sich auch in Barcelona geändert haben. Aber was ich erlebe, ist hier, weil ich hier bin und da, das hatte ich nicht erwartet. Ja, wir wachsen auf und wir denken, wir können alles machen und dann kommt die Realität, wenn man arbeitstätig sind und dann nicht die gleichen Opportunitäten haben, wie wir uns gedacht haben. Und das habe ich nicht erwartet. Wenn man Mutter wird und dann alle, hier ist es ganz gut, weil man kann eine längere Mutterschutz und dann Karenz haben. Das ist gut, damit man mit den Kindern
ein bisschen mehr lang oder länger sein kann. Aber gleichzeitig, ich sehe es im Beruf, man wird ein bisschen ja auf Pause gesetzt. Und das hatte ich nicht erwartet. Das wurde mir niemanden, hat niemanden mir gesagt. Aber es ist ein bisschen, es ist nicht abhängig, ob es in Kärnten ist oder in Barcelona. Ich denke, es ist ein bisschen überall gleich. Vielleicht in einer, am Land, es ist ein bisschen geprägter, weil mehr Frauen vielleicht nicht berufstätig sind. Sie können es auch nicht. So, ab Kindergarten gibt es vielleicht freie Stellen für die Kinder, aber davor ist es sehr schwer. Ich habe Glück gehabt, bei Infineon haben sie, also sie schauen schon, dass die Leute zurückkommen können. Und ich habe auch einen Partner, der auch entschieden hat, ich gehe auch lang in Karenz. Ich war 7 Monate, er war 7 Monate. Aber das ist nicht immer so. Das ist nicht immer einfach. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen, den Sie angesprochen haben, das Leben in Barcelona, das spielt sich mehr im öffentlichen Bereich ab. Könnten Sie da ein Beispiel bringen? Ja, in Barcelona geht man einen Donnerstagabend vielleicht auf ein Café oder ein Bier mit Freundinnen und dann gibt es immer Leute. Es ist vielleicht Freitag, Samstag ist mehr los, aber unter der Woche ist immer auch etwas los. Ich kann mich erinnern, einmal, ich bin zurück aus Österreich, dann war ich in La Rambla, wie ihr es kennt, es ist eine sehr bekannte Straße. Vielleicht war es 4 in der Früh, weil der Flug zu spät war und es war voll mit Menschen. Und das habe ich gedacht, wow. Und dann kurz danach bin ich wieder hier, Freitagabend, das war, ich denke, so Polterabend. Wir waren fast alleine auf der Straße. Und das habe ich gedacht, ja, es ist ein Freitag, mindestens Freitagabend sollte mehr los sein. Das ist nicht der Fall. Es ist vielleicht zum Kirchtag schon, zum Fasching und so, aber es generell, die Straße wird nicht so gelebt. In Barcelona kann man einfach draußen sitzen und dort plaudern. Hier wird mehr vielleicht ins Haus eingeladen und dort wird mehr gelebt. Also privat und öffentlich, da scheint es sozusagen anders zu sein, wie der Alltag strukturiert ist, wie das zusammen, die Kommunikation ist. Natürlich, man hört immer, in Spanien wird spät gegessen oder sonst irgendwas. Hat wahrscheinlich auch mehr Auswirkung insgesamt, als man sich vorstellt, auf den Alltag dann, wie man ihn lebt und was man wo macht und wie man miteinander umgeht. Ja, es ist schon anders. Es ist nicht nur die Zeit, wie Sie sagen, das ist, wenn ich ehrlich sein muss oder will, mir gefällt es besser hier. Es ist besser, wenn man früher isst und dann muss man nicht so lang warten. In Spanien tue ich mich schwer jetzt mit dem Erstzeiten. Aber es ist, wenn man bei Freundinnen oder zu Freundinnen gehen wollt, oder wenn ich zu jemandem gehen will, dann muss ich nicht 2 Wochen davor Bescheid geben und alles planen. Dann kann es schon einfach ein Telefonat reichen und bist du zu Hause, dann komme ich vorbei. Hier muss man ein bisschen länger planen. Das ist manchmal nicht schlecht, aber das ist ein bisschen diese Spontanität, das anders ist. Sie haben auch angesprochen, dass Sie Projekte leiten, die einfach Mikrochips, wie sie in Zukunft aussehen werden oder wofür sie sozusagen genutzt werden, geplant, beforscht oder schon umgesetzt werden. Ja, was glauben Sie, wohin werden wir uns bewegen? Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft mehr Chips für noch mehr geben wird. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich bin überzeugt, dass wir immer mehr haben werden, weil sie machen unser Leben einfacher. Und nicht nur einfacher, es ist auch jetzt mit all diesen Themen mit Energie. Sie sind auch effizienter. Dadurch sind sie leichter. Wir können alles, was wir jetzt haben mit Maschinen, können wir besser gestalten mit Mikrochips. Wir können zum Beispiel leichtere Motoren, effizientere, schnellere. Aber nicht nur das. So, wenn wir denken, Roboten, so ich bin auch eine Fan von Artificial Intelligence, so künstliche Intelligenz. Und es wird immer mehr und mehr und die Chips werden auch helfen. Ich denke, die Herausforderung da ist, dass, oder jetzt derzeit gibt es noch viel Angst, was das bedeuten wird für uns und für unsere Arbeitsstellen. Aber ich habe keine Angst. Ich denke, die Arbeitsstellen werden sich ändern, das stimmt. Aber das sollte für uns eine Verbesserung bringen. So, wie ich es mir vorstelle,
wenn wir schaffen, dass die Maschinen mehr machen, dann könnten wir mehr Zeit für uns haben. Und dann anstatt 5 Tage die Woche 8 Stunden arbeiten, dann immer weniger. Und trotzdem ein gutes Lebens, eine gute Lebensqualität zu haben. So, ich denke, es wird von allen Richtungen, ich denke, sie sollten wirklich nur Verbesserungen von uns bringen. Und ich denke nicht, dass es immer, dass immer weniger wird, sondern eher mehr und immer bessere. Warum glauben Sie, gibt es Vorbehalte? Warum fürchten sich einige Menschen davor? Ja, man fürchtet sich immer von was man nicht kennt. Und ich denke, künstliche Intelligenz klingt wirklich so, wie Sie, so wie die Maschinen werden denken, so wie wir denken. Und das ist mindestens jetzt nicht der Fall. Es ist wirklich nur die Sachen ja, effizienter zu gestalten. So, künstliche Intelligenz ist auch schneller, Sachen zu berechnen, anstatt dass wir alles selber machen müssen. Und die Mikrochips werden auch in diese Richtung helfen, weil wir werden mehr Sensoren haben, schnellere Chips und schnellere Rechners haben, damit wir das erreichen können. Wie glauben Sie, wie schnell geht so etwas? Wie schnell wird sich unser Leben verändern? Sind es in 5 Jahren, wird unser Leben anders aussehen oder in 10 Jahren? Wie glauben Sie, wie schnell wird die Geschwindigkeit sein, mit der sich das Leben verändert? Ich denke, wir werden es nicht so merken. Es wird nicht so ein großes, jetzt ändert sich alles. Aber es wird so wie jetzt, wo wir denken, vor 10 Jahren haben wir nicht so coole Telefone. Und jetzt merken wir gar nicht, dass sie so gut sind und dass wir jetzt über Zoom reden können, so wie es nicht wäre. Und ich denke, es wird auch so schrittweise besser gehen. So, es gibt Sachen, so wenn man kaufen online kauft, das wird immer einfacher und nicht, ah, das funktioniert jetzt nicht, Internet geht nicht, jetzt habe ich meinen Warenkorb, ist jetzt wieder leer. Es sind Kleinigkeiten, aber es wird immer besser. Und in der Arbeit wird auch immer so. So, wenn wir effizienter in der Arbeit sind und irgendwann werden wir es nicht mehr kennen, dann werden wir anstatt 8 Stunden vielleicht 7 Stunden arbeiten. Das ist ein Traum. Aber ich hoffe, wir können in der Richtung gehen und die Technologie so benutzen, dass es für uns einen Vorteil bringt. Ja. Ja, und wie können wir die Leute auch mitnehmen, die sich irgendwie fürchten davor? Wie könnte man das am besten machen? Ich denke, man muss darüber reden. So, wenn man mit den Leuten darüber redet und die Sachen erklärt, es kommt Verständnis auch damit. Es ist nicht immer, es wird nicht von heute auf morgen alles sich ändern, aber man muss sich die Zeit nehmen und kommunizieren, weil wenn man es nicht macht, weil man sich von Widerstand fürchtet, dann irgendwann wird die Änderung zu groß und dann die Sachen werden sich trotzdem ändern, das vermute ich, aber es wird für allen nicht so angenehm sein. Da ist ja vielleicht sehr am Puls der Zeit, wird ganz stark mitgestalten, wie unsere Zukunft aussehen wird. Was glauben Sie, sind in Summe für uns alle jetzt die Herausforderungen, die wir uns stellen sollten in der Region? Ich denke, in der Region, aus meiner Sicht mindestens, ist ein bisschen noch zu abhängig von vielleicht Infineon und einige Firmen. Es gibt sehr viele Leute, die gute Ausbildung haben, aber wir sind alle in der gleichen Branche. Vielleicht nicht alle, aber zu viele. Wir denken immer, wir sagen immer, ja, wenn die Infineon nicht mehr da ist, was passiert dann? Das ist etwas, wo wir noch jetzt etwas dagegen machen können oder vielleicht schauen, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, nicht nur in einem Bereich, sondern ein bisschen überall. So, wenn etwas, damit wir nicht so abhängig sind und wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann gibt es andere Optionen. Und ich denke, dafür ist auch wichtig, dass die Leute ein Open Mind haben, dass man sich nicht immer nur etwas machen kann, sondern mehrere Sachen probieren und dann können wir reagieren, wenn etwas nicht passt. Und ich denke, da fehlt ein bisschen in der Region, ein bisschen diese Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten. Da wird es ja vielleicht auch mit dieser neuen Anbindung, mit diesem neuen Zug, den es geben wird, wo die Region auch mit der Steiermark sehr stark verbunden wird, auch neue Möglichkeiten geben, zu wachsen, neue Themen zu bringen
um zu vermeiden, dass es zu einseitig ist? Ist eine gute Möglichkeit, aber ich denke, man kann auch an andere Sachen denken, die vielleicht nicht so physikalisch orientiert sind, weil jetzt es gibt so viele Business, die man im Online machen kann, und man könnte auch solche Ideen auch hier unterstützen. Die machen es eh jetzt schon auch. Es gibt einige Initiativen für Startups und Business, die online sind. Aber das muss ein bisschen weitergehen, und vielleicht könnte man muss nicht in Silicon Valley sein, aber auch wenn wir hier drinnen in den Bergen sind und vielleicht nicht so einfach ist zu kommunizieren, können wir andere Ideen fördern. Das denke ich. Ja, jetzt wäre ich aber noch gespannt, was wären denn Ihre Beispiele? Bei Ideen gibt es viele, die man machen kann, aber zum Beispiel jetzt haben Sie auch beim Fraunhofer, es gibt einen Fraunhofer in Klagenfurt, da machen Sie auch künstliche Intelligenz. Und wir haben auch vor kurzem, oder wir hatten auch versucht zu starten, eine Firmen, die zum Beispiel Tausch von Spielzeuge, und die Kollegin hat zum Beispiel Tausch von Büchern jetzt, und es gibt Sachen, wo man nicht unbedingt eine große physikalische Präsenz braucht. Ich interessiere mich jetzt an eine App, die vielleicht Kindern helfen kann, besser zu lesen und zu schreiben. Meine Tochter hat jetzt ein bisschen Schreibprobleme, und in Barcelona habe ich ein Programm gefunden, der für Kinder, die Legasthenie haben. Das hat gut geholfen, um besser zu lesen, aber leider zum Schreiben kann ich es nicht verwenden, weil Spanisch und Deutsch sind komplett anders. Dann habe ich gedacht, zum Beispiel, das könnte ich auch jetzt starten, werde ich schon machen, mindestens für meine Tochter, damit ich sie unterstützen kann. Aber so solche Themen muss man nicht aus Wien treiben. Man kann es hier im Land auch starten, treiben und erfolgreich machen. Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder in 10 Jahren? Ja, dass sie genau die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Kinder. Ich weiß, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben werden als Frauen, aber ich hoffe, es sind so wenig wie möglich, auch vom Beruf her. Ich hoffe, sie können entscheiden, ob sie hier bleiben oder irgendwo anders gehen, aber nicht wegen fehlenden Möglichkeiten. Aber ich hoffe, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind. Und nicht nur sie, aber dass unsere Kinder in der Zukunft eine gute Erde noch haben, eine gute Welt noch haben, dass wir nicht alles für sie verderbt haben. Frau Alma, ich möchte mich recht herzlich bedanken für das Gespräch, für diese vielen bunten Bilder, die Sie gezeigt haben, was man alles machen kann und mit welcher Begeisterung man diese Themen angehen kann. Es freut mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir dabei zu sein. Vielen Dank, und ich hoffe, Sie können weitermachen mit dem Projekt. Das ist ein tolles Projekt. Danke. Sie hörten heute bei den Infinite Storyscapes Frau Renate Rogge-Kohlenbratt im Gespräch mit Frau Marta Alomar.